Wie, Sie interessieren sich nicht für die Fußball-Weltmeisterschaft? Ja, wissen Sie denn nicht, dass Meinungsforscher herausgefunden haben, dass das Abschneiden der deutschen Mannschaft einen entscheidenden Einfluss auf die Bundestagswahl haben kann? Oder stellen Sie sich vor, alle deutschen Fußballfans schauen morgens bei der Arbeit sozusagen schwarz die Spiele an. Ja, die Wirtschaft bricht zusammen. Fußballland Deutschland braucht dringend Lösungen für diesen Konflikt. Direktübertragungen nur vormittags während der Arbeitszeit? Ja, hat der Weltfußballverband FIFA denn nicht mit den deutschen Gewerkschaften gesprochen? Nee, ganz und gar nicht. Ja. Was uns allerdings ärgert, ist, dass natürlich jetzt in der Zeit, wo wir uns ja massiv in vielen Bereichen in der Arbeitskampfsituation befinden, die FIFA mit uns nicht gesprochen hat. Da hätte man das besser koordinieren können. Harte Zeiten für Arbeitnehmer. In den meisten Industriebetrieben Baden-Württembergs wurde ein generelles WM-Verbot verhängt. In diesem Unternehmen hier musste sogar der Pförtner seine Kontrollmonitore abgeben. Im Sinne der Sicherheit muss jede Möglichkeit, Fußball zu sehen, im Keim erstickt werden. Ganz ohne Fernsehen können eingefleischte Fans derzeit nicht leben. Das Verlangen nach der WM wird gerade durch die Verbote für viele zu einer schwer erkennbaren Krankheit. Privatleben und Arbeit leiden. Grassiert bei Ihnen auch schon das WM-Fieber, die sogenannte Footballitis? Wir haben in unserer Praxis noch keine Fälle feststellen können. Wir haben aber von Kollegen berichtet bekommen, dass dort die ersten Fälle schon aufgetreten sind, mit einer Vielzahl von Symptomen, die auch schwer zu behandeln sind. Wir nehmen an, in unserer Praxis werden erst am Mittwoch wieder die ersten Fälle auftreten, akut und wahrscheinlich nicht vor 12 Uhr. Ist die Footballitis vergleichbar ein wenig mit der sogenannten Montagsunpässlichkeit? Ganz und gar nicht, weil es ja auch mittwochs, freitags, teilweise auch samstags auftreten kann. Je nach Spieltag der Deutschen eben. Trotz direktem Kontakt mit Fußballtrikots, die weibliche Belegschaft dieses Heidelberger Betriebes genießt eine saubere WM. Firmenchef Paul Meuter bittet seine fußballverrückten Mitarbeiter einfach in die Fußballtüte. Einziges Problem, ohne einen Dekoder fürs Privatfernsehen schaut man diesmal öfter in die Röhre. Doch echte Fans lassen sich vom Gezerre um die Übertragungsrechte nicht abschrecken. Irgendwann und irgendwo rollt er dann doch der Ball, auch wenn man dafür erstmal kämpfen muss. Sie haben hier in Ihrem Unternehmen eine Lösung gefunden. Wie sieht die aus? Ja, wir haben extra für die WM einen Betriebsrat gewählt. Nach sanftem Druck hat der Chef endlich Ja gesagt, sonst wären wir in Ausstand gegangen. Alles halb so wild. Die meisten Spiele können wir Otto-Normalverbraucher sowieso nicht sehen. Kritisch wird es dann, wenn erstmal die Italiener raus sind, dann die Franzosen verlieren und am Schluss auch noch die Brasilianer. Denn dann heißt es wieder, Fußball ist, wenn 22 Mann um den Ball kämpfen und am Ende gewinnt Deutschland. Alles halb so wild, denn... Was? Ach so, ja, stark, genau. Alles halb so wild, die meisten Spiele können wir Otto-Normalverbraucher sowieso nicht sehen. Etwas kritischer wird es dann, wenn wir die Italiener, danach noch die Franzosen und ja, da unten liegt mein Trikot aus Brasilien, schön. Die Italiener, die Franzosen und die Brasilianer aus dem Weg geräumt haben, dann stehen wir Deutsche wieder mal im Finale. Und dann stellt sich die Frage, wo kann ich das sehen? Nee, so können wir es nicht machen. Scheiße. Und wer steht am Ende wieder im Finale? Deutschland. Das ist scheiße. Warte mal, wie heißt... wie? Und dann am Ende. Am Ende. Red doch kein Scheiße. Diese Fußball ist, wenn 22 Mann um den Ball kämpfen und am Schluss wird Deutschland Weltmeister. Alles halb so wild. Die meisten Spiele können wir Otto-Normalverbraucher sowieso nicht sehen. Kritisch wird es dann, wenn erstmal die Italiener raus sind, dann die Franzosen verlieren und am Schluss auch noch die Brasilianer. Denn dann heißt es wieder, Fußball ist, wenn 22 Mann um den Ball kämpfen und am Ende gewinnt Deutschland.